rubbel die Katz, bin ich fertig. Heute habe ich Caramel Crunch Cheesecake und Mississippi Mud Pie. Die gab es bei Penny in der letzten USA-Woche. Gefrorene Kuchen. Ich habe leider den Preis vergessen, aber ich weiß noch, ich stand ungefähr 5 Minuten vor der Kühltruhe, weil mir der Preis ehrlich gesagt zu teuer war. 2,99 waren es, glaube ich, nicht, eher 3,99. Aber ich hab's leider vergessen. Aber ich dachte dann schon, doch, komm, nimm mit. Die müssen jetzt, glaube ich, noch auftauen, aber ich weiß noch nicht, ob man das im Kühlschrank macht oder. Weil ich glaube, wir haben es heute über 20 Grad, das ist ein bisschen. Schokorührmasse und Frischkäsecreme auf Schokokeks-Krümelboden, dekoriert mit Sahne mit Karamellgeschmack, gesalzener Karamellsoße und schokolierten Hartkaramellstückchen. Stücken. Aha. Von Penny. Gut, und Mississippi Mud Pie. Also Matschkuchen. Ich liebe es, wenn beim Apfelkuchen zum Beispiel, wenn der nicht ganz durchgebacken ist, wenn der in der Mitte noch so ein bisschen roh ist, das finde ich richtig geil. Nenne ich dann auch immer Matschkuchen. Gebackene Schokofrischkäsemasse auf Schokokeks-Krümelboden mit Schokoladen- und Vanillesahne, dekoriert mit Schokocreme-Glasur und dunkler Schokolade. Wo steht denn das jetzt mit dem? Ach, da. Verpackung entfernen, Kuchen aus der Aluform nehmen, auftauen bei Raumtemperatur 3 Stunden, aufgeschnitten 1 Stunde. Ja, okay, wenn es 3 Stunden hier steht, aber dann nur ein Tag im Kühlschrank haltbar. Die kriege ich doch nicht beide in einem Tag weg. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr Folie erwartet. Aber passt schon so, oder? Gut. Sieht auch sehr geil aus. Gut. Dann warten wir jetzt 3 Stunden. Und wie geht's euch so? Gut. Dann. Ich war jetzt gut 2 Stunden im Garten und hab Fallobst und Blätter und die scheiß Walnüsse aufgesammelt. Beziehungsweise auf den Haufen gerecht gehakt. Ich bin richtig kaputt. Und ein paar Äpfel habe ich gepflückt. Eigene Äpfel.
Das Geile ist, der Apfelbaum, das ist halt, der ist maximal 4 Meter hoch oder so, komplett voll mit Äpfeln und die Äste hängen so tief, wegen dem Gewicht hängen sie so tief runter, dass sie knapp eine Handfläche über dem Boden sind. Du musst wirklich in die Hocke gehen, um Äpfel zu pflücken, das ist richtig verrückt. Scheiße, scheiße, scheiße. Da muss ich noch mal ran. Meine Mutter bringt mir am Wochenende, die besucht mich, und da bringt sie so einen komischen Teleskopstab mit so einem Beutel dran zum Obst pflücken irgendwie. Weil letzte Woche waren sie schon richtig süß. Vor 2 Wochen waren sie noch ein bisschen säuerlich und jetzt sind sie richtig knallrot. Also ich weiß nicht, ich kenne mich da gar nicht aus, aber ich habe so einen Verdacht, dass sie jetzt noch eine Woche nicht schaffen. Richtig, richtig geil. Warum habe ich die? Ach. Ja. Und das ist komisch. Ich habe 2 Walnussbäume auf meinem Grundstück. Ein riesiger Baum. Keine Ahnung, 30 Meter, ist das übertrieben? Ich weiß nicht. In der Mitte vom Grundstück, Riesending. Und dann habe ich halt eigentlich direkt neben dem Baum und das Problem, direkt am Zaun vom Nachbarn, ne, ist ein junger Baum. Ist so ungefähr 4 Meter hoch und ungefähr so ein Stammdurchmesser, also der wächst noch ordentlich. Ja. Und jetzt ratet mal, welche Nüsse von dem kleinen Baum sind, der weg muss, weil er sonst aufs Nachbargrundstück wächst, und welche von dem großen sind. Ja, richtig. Ich verstehe das nicht. Die waren am. Beim letzten Mal waren die schon so schwarz von dem großen Baum. Ich hatte den Verdacht, dass es eine Walnussfruchtfliege ist. Die Viecher halt setzen sich in diese Walnussschale, setzen sie ihre Larven rein und sobald die Nüsse runterfallen und Bodenkontakt haben, gehen die Larven in den Boden, überwintern da und im nächsten Jahr kommen die Fruchtfliegen raus und setzen sich wieder in die Schalen rein. Aber ich habe dann so in der Familie rumgefragt und es gibt wohl so eine schwarze Sorte. Ist irgendwas Osteuropäisches, glaube ich. Und die sind wohl so schwarz. Also ich habe eine vom Baum geöffnet. Hier sieht man auch das alles, ne? Da waren sie noch ein bisschen heller drin, aber sobald sie runterfallen, sind sie so schwarz. Und die Schale ist sowas von übelst dick. Ich krieg die nicht geknackt. Ich bin da echt zu schwach für. Da muss ich wirklich so einen Stein nehmen und draufschlagen. Ja, weiß ich nicht. Falls sich jemand von euch damit auskennt, schreibt es in die Kommentare. Die hier sind natürlich vom kleinen Baum, sehen aber wie normale Walnüsse aus und schmecken auch richtig geil. Die müssen zwar noch nachtrocknen. Aber die kannst du hier einen auf Jackie Chan, weißt du? Oh, ich hätte nicht 2 Hände benutzen sollen. Vorführeffekt, ich habe das. Ich bin so ein Loser. Da will ich schon angeben und dann. Das Ding ist, ich habe Handschuhe getragen und die Schale färbt so ab. Dieser Farbton heißt übrigens Walnuss.
Weil früher wurde die Farbe wirklich so hergestellt, dass man die Schalen und Blätter von den Walnussbäumen genommen hat und dann in, keine Ahnung, Alkohol oder so eingelegt hat. Aber die Scheiße habe ich jetzt 3 Tage Minimum an den Händen. Ach, das wollte ich nicht. Aber der hat nur relativ wenige, aber zum Essen reicht's, aber das ist ein ganz junger Baum. Warte. Worüber ging das Video hier nochmal? Ach ja. Ich habe jetzt ungefähr, also es sind ziemlich genau 3 Stunden. Tada. Nee, warte. Sowas von. Das ist der. Ich hab schon wieder vergessen. Caramel Crunch Cheesecake und Mississippi Mud Pie. Ich werde es wahrscheinlich versauen. Nee. Gut, war so nicht geplant, aber. Voll geil. Das ist wie eine richtige Torte. Habe ich schon lange nicht mehr sowas gegessen. Richtig, richtig geil. Der Boden ist richtig so fest. Ich habe vergessen, was da stand. Das war Kekskrümelboden oder so ähnlich, ne? War richtig geil. Auch richtig geil.
Ich glaube, der Schokokuchen gefällt mir besser. Weil der schmeckt ordentlich nach Karamell. Das ist eigentlich auch geil. Aber das ist mehr wie so ein Schokosahnekuchen. Sehr geil. Ah, ich glaube, ich mache heute noch eine Pizza. Aber das schaffe ich nicht zu schneiden, das muss ich dann morgen hochladen. Ich habe es mir verdient, ich habe im Garten gearbeitet. Nee, das erzähle ich ein anderes Mal. Ich kenne mich mit diesen Kuchen nicht aus. Ich kann es nicht vergleichen, ob es irgendwie im Vergleich zum anderen Hersteller irgendwie besser oder schlechter ist, keine Ahnung. Aber gefallen mir. Gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Und vielleicht bis morgen.